Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend begrüßen bei unserem Talk mit Dirk Görtler, Inventing Silicon Valley von Hippie-Träumern und Tech-Giganten. Mein Name ist Micha Himpel, ich bin der Kulturreferent am DAI, dem Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen, und ich freue mich, dass Sie dabei sind, sowohl in Zoom als auch auf YouTube. Und ja, 1968, Hippie-Kultur, Peace, Love and Music auf der einen Seite und Hightech, Silicon Valley, wie man es heute kennt, Entrepreneurship und moderne Kommunikationstechnologien, Apple, Google und Co. auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen und wie bedingte sich beides gegenseitig? Das ist das Thema heute. Ich finde es super spannend und freue mich, dass Dirk Görtler, Entschuldigung, heute Abend bei uns ist. Und bevor es losgeht, möchte ich noch Sie ganz kurz darauf aufmerksam machen, was wir vom DAI denn sonst noch so für Sie im Programm haben, falls Sie uns noch nicht kennen. Falls Sie uns kennen, finden Sie sicherlich auch was Schönes. Denn das neue Quartal hat mit April begonnen bei uns. Unsere neuen Events sind raus, unser neues Heftchen. Schauen Sie mal rein. Ich habe unten in den Files von YouTube finden Sie die Links zu unserem neuen Kultur-Event-Programm, aber auch zu unserem neuen Sprachprogramm und allen möglichen schönen anderen Sachen, die wir sonst noch so machen. Auch haben wir sind vorsichtig, aber wir sind auch optimistisch. Wir denken eine Reise nach New York an im Herbst. Auch dazu finden Sie schon Infos und auf unserer Webseite. Schauen Sie sich es mal an. Wir versuchen optimistisch zu sein, aber vielleicht klappt es ja. We keep the fingers crossed. Jetzt gerade im Moment ist Tübingen ja auch Modellstadt, Corona-bedingt, und wir haben momentan geöffnet. Wir sind gespannt, wie lange das noch so geht. Aber wenn Sie möchten, kommen Sie uns besuchen. Momentan geht's. Unsere Bibliothek hat offen, aber auch unsere aktuelle Ausstellung Am I What You're Looking For? Mit so einem Bändelchen können Sie bei uns vorbeischauen und unsere Ausstellung noch anschauen. Am I What You're Looking For? Ganz kurz. Diese Frage stellen sich täglich hunderte junge schwarze US-Amerikanerinnen, die nach ihrem Uni-Abschluss im Unternehmensumfeld Fuß fassen möchten. Und die Ausstellung der US-Fotografin Andrea Beal konzentriert sich auf die vielen Unsicherheiten und Kämpfe, die schwarzen Akademikerinnen so schwer machen, sich im professionellen Arbeitsbereich bestmöglich zu präsentieren. Die Fotografien, die bei uns zu sehen sind, spiegeln die Erfahrungen und Ängste von schwarzen Frauen in amerikanischen Unternehmen. Schöne Ausstellung, nutzen Sie die Chance und kommen Sie doch bei uns vorbei. Wenn Sie sonst noch so wissen möchten, was wir machen, und wenn Sie sehen wollen, was wir gemacht haben, schauen Sie, sind Sie ja vielleicht schon auf unserem YouTube-Channel, schauen Sie sich einfach die Videos und die Talks der letzten Wochen und Monate an auf unserem YouTube-Channel DRI TV. Genau, wir haben auch einen Newsletter, der kommt wöchentlich. Auch im Beschreibungstext unten gibt es einen Link dazu, wie Sie sich dafür eintragen können. Aber zum Abend heute, ich freue mich sehr, dass er da ist. Unser Thema Inventing Silicon Valley von Hippie-Träumern und Tech-Giganten. Und ich möchte ihn Dirk Görtler ganz kurz vorstellen. Dirk Görtler studierte Design und Illustration und ist seit 1980 Illustrator und Designer. Er arbeitet für Verlage in Deutschland, der Schweiz und den USA. Zwischen 1992 und 2000 war er Mitherausgeber der Kulturzeitschrift Chelsea Hotel, a Magazine for the Arts. Und im Rahmen dieses Projekts begann seine intensive Zusammenarbeit mit KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und MusikerInnen, vor allem aus den USA. Seine intensive Reisetätigkeit durch die USA und auch Kanada erweiterte seinen Horizont im Verhältnis zur amerikanischen Fläche, aber natürlich auch deren Kultur. Und aus diesen Erfahrungen folgte die Erforschung der Popkultur, nicht nur der amerikanischen. Seit 2011 lehrt er im Fachgebiet Geschichte der Popkultur an der Popakademie in Mannheim und seit 2018 im Fachbereich Anglistik und Amerikanistik an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg. Er hat weitere Lehraufträge im Fachbereich Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und im Fachbereich Digitale Medien an der Hochschule Furtwangen. 2013, 2015 und 2017 organisierte er dazu das ILU-Festival für Illustration in Freiburg und für unsere Kollegen vom DAI Freiburg, vom Karl-Schurz-Haus und den Kunstverein Freiburg. Und er organisiert er seit über 20 Jahren fast jährlich Kunstexkursionen nach New York, San Francisco oder auch Chicago.
Seit 1998 ist er Mitglied des Vorstandes des Kunstvereins Freiburg. Und ich möchte behaupten, Dirk Görtler kann man zu Recht als Popkulturexperten bezeichnen. Und zuletzt war er bei uns 2016 mit dem Talk MoMA, Graffiti und Co., die Kunstszene in New York City. Und heute freue ich mich sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Dirk Görtler. Die Bühne, the stage is yours. Vielen, vielen Dank. So, jetzt müssten wir die Bildschirmfreigabe wieder. So, gut, ich hoffe, man hört mich jetzt und das Bild ist jetzt auch da. Ja, vielen Dank ans Deutsch-Amerikanische Institut in Tübingen, wirklich Modellstadt gerade, deswegen auch in den Medien. Ich war ja auch schon öfters in Tübingen und es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Und ich würde Ihnen jetzt gerne natürlich auch das Freiburger Münster zeigen, was man jetzt hier von meinem Fenster aus sieht, aber das ist jetzt doch ein bisschen zu viel Aufwand. Deswegen starte ich lieber gleich in den Vortrag. Ich habe einige Bilder auch vorbereitet in diesem Vortrag, sodass er hoffentlich auch etwas kurzweilig wird. Ich habe hier noch einen Arbeitstitel stehen, From Haight Ashbury to Silicon Valley, When They Were Young. So, ich möchte beginnen eigentlich mit einer Behauptung, die ich nicht beweisen kann. Das ist mehr so ein Bauchgefühl, dass das goldene Zeitalter der Silicon Valley sich dem Ende zuneigt. Es gibt einige Anzeichen. Eins davon ist dieses Buch von der Autorin Ann Wiener, Uncanny Valley, 2020 erschienen. Das Buch ist ganz interessant. Sie hat versucht zu arbeiten im Silicon Valley als Frau und hat festgestellt, dass Frauen im Silicon Valley immer noch unterrepräsentiert sind in den Spitzenpositionen. Und sie rechnet ab mit der Kultur des Silicon Valley. Das Buch ist ganz unterhaltsam zu lesen und wäre meine erste Buchempfehlung heute Abend. Silicon Valley ist ein Begriff, es gibt eigentlich kein Silicon Valley, also nichts, was wirklich so heißt. Das ist ein Begriff, der sich eingebürgert hat. Und man beschreibt damit ein Gebiet südlich von San Francisco in Kalifornien, das sich so an der Bay runter entlang entwickelt. Da sind die ganzen Hightech-Sitze von Apple, Google, ja, Tesla, you name it, Facebook, wer auch immer, sind dort verteilt mit ihren Hauptsitzen. Zum Teil spektakuläre Architektur, der neue Apple Campus zum Beispiel, kreisförmig und so weiter und so weiter. Man braucht, wenn man von San Francisco da runterfährt mit einem Auto, je nach Stau, anderthalb bis zwei Stunden. Also ist doch noch eine Ecke weg für deutsche Verhältnisse, für amerikanische ist es nebenan. Das mal, um mal einfach auch für die, die jetzt sich mit Silicon Valley haben, was ist das eigentlich genau, nicht so ganz genau auskennen, weil sie vielleicht noch nie in der Gegend waren. Hier mal so ein kurzer Überblick. Man sieht hier unten Mountain View, da ist Google und dann Cupertino, da ist Apple untergebracht und so weiter und so weiter. Da ist man schon kurz vor San Jose. So Redwood City und Valley City, das sind so die Stationen. Man kann da nicht mit der U-Bahn runterfahren, die geht nur bis zum Flugplatz von San Francisco. Dann ist langsam Schluss, zumindest als ich das letzte Mal dort war. So. Silicon Valley gilt als die Schmiede der Zukunft, wobei der Begriff Schmiede hier schon fast Steampunk ist. The best way to predict the future is to invent it. Alan Kay hat das gesagt. Der hat auch was mit Computern zu tun. Und hier möchte ich beginnen, die Geschichte zu erzählen, wie sich das Silicon Valley zu dem entwickelt hat, was es ja letztendlich heute nicht mehr ist, muss man jetzt schon sagen. Aber was es mal war zum Höhepunkt seiner Zeit, vor 5, 6, 7 Jahren. Die ganze Geschichte, was die Frühzeit des Silicon Valley ausmacht, beginnt schon in den 1940er Jahren. Natürlich, das hat einen langen Vorlauf. Zum Beispiel in Basel. Das hat jetzt nichts mit Technologie zu tun, sondern mit Chemie. Und dort arbeitete ein Chemiker in der Firma Sandoz und sein Name war Albert Hofmann. Und er hat in den 1940er Jahren, während der Zweite Weltkrieg und die Folgen noch
liefen, geforscht an einem Kreislaufstimulanz und dabei hat er mit dem Mutterkorn, einem Getreideparasiten, experimentiert. Und die Geschichte ist, glaube ich, allgemein bekannt. Der gute Albert Hofmann hat dann so ganz nebenbei Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD, erfunden oder gefunden. Und dann kam der zweite Schritt. Er hat sich dann kontaminiert mit dieser Substanz aus Versehen und hat somit den ersten LSD-Trip der Menschheitsgeschichte erlebt in den frühen 40er Jahren. Und das hat ihn neugierig gemacht als Forscher, sodass er sich mit solchen Substanzen weiter beschäftigt hat. Und die Folgen davon will ich in ganz wenigen Worten mal kurz beschreiben. Der Hofmann war ein sehr faszinierender Mensch, wurde 102 Jahre alt. Ich hatte das Glück, ihn mehrmals zu treffen. Einmal, das war ganz schnuckelig, das war ein Vortrag von ihm in den 1970er Jahren in Freiburg zum Waldsterben. Da hatte er große Sorgen. Und das andere war eine sehr spannende Begegnung. Da traf ich ihn zusammen mit einem Schriftsteller, mit dem Schriftsteller William Burroughs, einem der Beatnik-Autoren in Basel. Zusammen saßen wir dann zu dritt und die beiden haben geklönt und ich habe zugehört. Das war sehr, sehr spannend. Herr Hofmann hat dann mit dieser Substanz weiter experimentiert und war an vor allen Dingen den Effekten interessiert. Sein Versuch, nach Hause zu kommen mit dem Fahrrad, in Basel sagt man Velo, war dann ein ziemlich verzweifelter. Und diesen Tag der Erfindung des LSD und des ersten Selbstversuchs wird jährlich zelebriert von gewissen Kreisen als Bicycle Day. So, hier sehen wir 1948, William Shockley erfindet den Transistor. Das hat nicht allzu wenig, ja, auch was mit dem Silicon Valley zu tun, vor allen Dingen, dass dieser Nobelpreisträger William Shockley irgendwann auch im Silicon Valley gewohnt hat. Manche sagen, das war dann vielleicht die zufällige Begegnung, sodass dort dann das Silicon Valley entstand. Kann man wahrscheinlich geteilter Meinung sein. Ich will jetzt aus den 40er Jahren die 50er überspringen und gleich in den 60er Jahren landen. Die Babyboomer hatten ein Interesse an Spiel und Spaß. Fun, Fun, Fun hieß ein Hit von 1963 der Band The Beach Boys. Und 1962 in einem Stanford University spielen die ersten Nerds Space War. Das haben die nicht entwickelt, das wurde woanders entwickelt, aber der Betreffende, der Steve Russell, brauchte dafür 7 Monate, um dieses wirklich extrem einfache Spiel zu entwickeln. Aber wie gesagt, es fing an, Spaß zu machen, mit Computern zu spielen. Es gibt eine lange Vorgeschichte zum Internet und Computern. Davon sind die meisten haben den Begriff ARPA bzw. DARPA und ARPANET schon mal gehört. Auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das wurde nicht im Silicon Valley entwickelt, sondern ganz woanders. Auftraggeber gewissermaßen dazu, Finanzier, war das Militär, das Pentagon. So entstand ein Think Tank in Virginia, wo man Menschen treffen konnte, wie zum Beispiel Mr. Licklider, der mit Computern forschte und einige visionäre Ideen hatte, darunter die Idee Man-Computer-Symbiosis. Das war eine interessante Idee, die schon fast Posthumanismus vorwegnimmt. Und er beschrieb 1962 ein Galactic Network, eine Art Internet, das es aber noch gar nicht gab. Und so in diesem Think Tank wurde dann später das ARPANET entwickelt, wo Wissenschaftler und Militärs kommunizieren konnten. Das war nur für die Wissenschaftler und nur für den Militär zugänglich, diese erste Kommunikations-, ich nenne es mal Plattform. So, das Budget für diese Einrichtung ARPA war großzügig. So konnte Licklider einige bedeutende Wissenschaftler dazu bewegen, am MIT und vom MIT, sorry, und von der Stanford University oder von der UCLA Berkeley verpflichten, auch für ARPA zu forschen. So hat sich das dann ein bisschen verbreitert und das ARPANET konnte dann in den 60er Jahren gestartet werden. Wie gesagt, erst nur für Militärs und Wissenschaftler zugänglich, auch vom CERN.
Parallel dazu, fast gleichzeitig 1962, wir machen einen Ortswechsel, gehen an die Ostküste nach Harvard. Dort finden wir einen Professor für Psychologie. Sein Name war Professor Dr. Timothy Leary. Und er war interessiert an Forschungen zum Thema Bewusstsein, denn er hatte in einem Urlaub in Mexiko Psilocybin kennengelernt. Das ist eine Substanz, eine pflanzliche Substanz oder ein Pilz, das einen gewissen bewusstseinsverändernden Effekt hat, den man mit LSD vergleichen kann. Und so war sein Interesse geweckt, mit dieser Substanz weiter zu forschen. Und das tat er dann an seinem Institut in Harvard mit einigen Kollegen zusammen. Und das erste spektakuläre Event war dann 1962, das Psilocybin Good Friday Experiment, also der Karfreitag. Man hatte den Eindruck, dass mit Psilocybin, später auch mit LSD, Menschen so etwas wie eine spirituelle Erfahrung machen können, die sehr intensiv sein konnte. Deswegen tat man sich zusammen mit der theologischen Fakultät, um einen Versuch zu machen, einen Feldversuch gewissermaßen in einer Kapelle, die wir hier auf dem Foto sehen. Die gehört, glaube ich, zur Harvard University. Und dort wurde eine Gruppe von Studenten und Studierenden der theologischen Fakultät gebeten, an einem Double-Blind-Experiment teilzunehmen, wo die eine Hälfte der Testteilnehmer Placebos bekamen und die andere Hälfte Psilocybin. Und die Frage dieses Experiments war, kann ein Mensch mittels dieser Substanz ein spirituelles Erlebnis haben? Die Antwort auf dieses Experiment, es war ziemlich schnell klar, wer ein Placebo bekommen hatte und wer das wirkliche Psilocybin bekommen hatte. Und ja, eine spirituelle Erfahrung war möglich. Einer der Teilnehmer wollte dann sofort auf die Straße raus und anfangen zu predigen. Das war ein ziemlich spektakuläres Experiment mit Folgen. Timothy Learys Forschung mit LSD dann später in Harvard geriet dann aus Sicht der Universitätsleitung langsam aber sicher etwas außer Kontrolle. Auch der Professor selbst geriet vielleicht etwas außer Kontrolle, sodass er unter einem Vorwand gefeuert wurde, was ihn dazu bewegte, diese Forschung an einem Privatinstitut weiter zu betreiben. Dazu brauchte er Sponsoren, die fand er in der Familie Hitchcock, eine wohlhabende Familie von Industriellen, die eine Villa mit Gelände zur Verfügung stellte, nämlich Millbrook. Und das Foto, was wir hier sehen mit Timothy Leary auf diesem weißen Pferd, dieses Foto wurde aufgenommen vor der Villa von Millbrook. Dort wurde also die Forschung weiter betrieben. Timothy Leary wollte Versuchspersonen finden, vor allen Dingen kreative Künstler, die dann auch ihre Erfahrungen, so war man davon überzeugt, besser beschreiben könnten als Normalsterbliche. So kamen dann Jazzmusiker, Schriftsteller und ein buntes Völkchen dort nach Millbrook, um an diesen LSD-Sessions teilzunehmen. Leary entwickelte ein Programm von Set and Setting, sodass die Rahmenbedingungen einer solchen LSD-Sitzung aus seiner Sicht optimal vorbereitet waren. Eine Begleitperson musste dabei sein, der LSD-Erfahrung hatte und dann die Teilnehmer so kompetent begleiten konnte und in einer angenehmen Umgebung, manchmal mit klassischer Musik oder mit Jazzmusik und so weiter und so fort. Am Anfang ein sehr seriöses Forschungsprojekt, das dann allerdings vielleicht auch durch die kreativen Teilnehmer ein bisschen weiter außer Kontrolle geriet. So, Kunst, Literatur, Wissenschaft, LSD setzt Kreativität frei. Jetzt ein kurzer Rückblick in die 1950er Jahre. Dort gab es eine wichtige Gruppe von avantgardistischen Schriftstellern in den USA. Die nannten sich selber The Beat Generation. Die veränderten Amerika. Die gelten als die Väter der Hippies. Ihre wichtigsten Buchveröffentlichungen
erschien in den 1950er Jahren zum Beispiel das Buch On the Road von Jack Kerouac, ein Klassiker, Bestseller geworden damals, haben alle Hippies gelesen, und der berühmte Gedichtband von Allen Ginsberg, Howl, das Geheul auf Deutsch. So, Jack Kerouac, On the Road und Allen Ginsbergs Howl. Allen Ginsberg hat dann im Gegensatz zu Jack Kerouac später an LSD-Versuchen teilgenommen in den frühen 1960er Jahren und so auch eine Erfahrung gemacht, die ihm auch spirituelle Optionen bestätigt haben, die er vorher schon in Mexiko mit Mescalin, Peyote und Ayahuasca gemacht hatte, also eine Gruppe von Autoren, die an allen möglichen Drogenerfahrungen schon in den 50er Jahren interessiert waren. Allen Ginsberg ist jemand, der besonders die Hippie-Bewegung sehr stark mitgeprägt hat. Nicht nur mit seinen Gedichten, sondern vor allen Dingen auch mit seinen Auftritten in der Öffentlichkeit. Aber es gab eben bei dieser Entwicklung mehrere Seiten. Einmal die Forschung des Militärs an ARPA und den Möglichkeiten, mit Computern zu kommunizieren. Und eine LSD-Forschung auf der anderen Seite durch die amerikanischen Geheimdienste, vor allen Dingen des CIA. Das berühmte Projekt MK-Ultra wurde vom CIA gestartet und bezahlt durch Stiftungen, die als Tarnstiftungen fungierten, damit man nicht sehen konnte, dass das Geld für diese Forschung eigentlich vom CIA kam. Die Absichten und die Wünsche, was bei der Forschung eben erforscht werden könnte, des CIA, waren denen vom Erfinder Herrn Hoffmann ziemlich diametral gegenüber. Trotzdem wurden sie von Sandoz aus Basel mit LSD beliefert, der CIA, und für dieses MK-Ultra-Projekt. Der Sinn der Forschung war, kann man mittels dieser oder anderer Drogen Menschen manipulieren? Und es kam dieser Begriff Brainwashing auf, und das war Sinn und Zweck dieser Forschung des CIA, kein anderer. Die Geschichte ist sehr umfassend und sehr langwierig und führt natürlich auch heute zu den berühmt-berüchtigten Verschwörungstheorien. Wenn man MK Ultra googelt, dann schwappt das Internet inzwischen über. Mind Control und Brainwashing sind die Begriffe. Und jetzt kommt etwas Drittes hinzu. Ein junger Mann, Ken Kesey, gebürtig aus Oregon, studiert Creative Writing in Stanford, also mitten im, was heute Silicon Valley heißt. Und Studierende sind knapp bei Kasse, deswegen nimmt er Jobs an und hat auch die Möglichkeit, an einem Experiment teilzunehmen, an einer Experimentreihe in einer Klinik, einer psychiatrischen Klinik. Und dafür gibt es Geld und deswegen nimmt er teil. Der Versuch besteht darin, dass den Versuchsteilnehmern dort LSD verabreicht wird und sie sollen dann anschließend beschreiben, was sie in diesem Zustand erfahren haben. Während des Zustands ist eine Beschreibung unmöglich. Aber hinterher, nach einer Stunde oder zwei ungefähr, ist man dann eher verbal wieder einigermaßen beieinander und kann das beschreiben, was man da gerade erlebt hat. Und je frischer, desto besser. Ken Kesey war überwältigt von dieser Erfahrung von LSD, hatte, wie er selber sagte, eine spirituelle Erfahrung, wie nicht nur er, sondern auch viele andere. Und war überzeugt, dass die Menschheit LSD nehmen müsste, dann würde diese Planet Erde ein friedlicher Platz. Und das wollte er dann später umsetzen. Aber zuerst hat er ein Buch geschrieben über diese Erfahrungen. Das Buch bekam den Titel Einer flog übers Kuckucksnest. Wurde später verfilmt mit Jack Nicholson. Ich glaube, der Titel ist vielen bekannt. Manche haben es vielleicht gelesen oder andere haben zumindest den Film gesehen. So. Ken Kesey, ein Autor, lebte im Wald in der Nähe der Stanford University in Palo Alto, Perry Lane. Und dort feierte er dann, nachdem er jemanden gefunden hat, sage ich jetzt mal, der ihm LSD besorgen konnte, LSD-Partys, weil er wollte jetzt mit dieser Erfahrung weitermachen und nicht im Labor, sondern bei sich zu Hause in wesentlich angenehmerer Umgebung. Was er übrigens nicht wusste, war, dass hinter den Versuchen des
MK-Ultra-Projekt vom CIA stand. Das wusste er gar nicht. So hat er also mit LSD und mit in seinem Freundeskreis, die sich dann die Merry Pranksters nannten, weitere LSD-Sessions gemacht bei sich zu Hause. Wir sehen hier Fotos von seinem Haus, wo er damals gewohnt hat, in Palo Alto. Und die Gruppe, die sich da um ihn bildete, in diesem sehr kreativen Umfeld von Spinnern und Hells Angels und Wissenschaftlern, Künstlern, dort, diese Gruppe, die nannte sich dann die Merry Pranksters. So, die Merry Pranksters beschlossen dann, eine künstlerische Performance, ein Happening durchzuführen. Im Jahr 1964 kaufte Ken Kesey einen alten Schulbus, der wurde bunt bemalt. Wir sehen ihn hier auf dem Foto. Und mit diesem Schulbus wollte er zur Vertragsunterzeichnung nach New York fahren, quer durch Amerika. Er wollte nicht fliegen, er wollte mit diesem Bus quer durch Amerika fahren, von San Francisco nach New York. Mit der Gruppe der Merry Pranksters, das haben die gemacht. Der Bus war der erste Hippie-Bus der Geschichte. Wir sehen hier auf dem Bus stehen Wavy Gravy, ein Comedian aus New York, der damals in New York zusammen wohnte in einer Wohnung mit Bob Dylan übrigens, kurzzeitig, und der später eine Clownschule aufmachte nördlich von San Francisco, der übrigens auch im Film Woodstock zu sehen ist als der Typ ohne Zähne im Mund, der dann Müsli-Riegel ins Publikum wirft mit dem Satz This is breakfast for 400,000, breakfast in bed for 400,000. Eine Szene, die, wenn man den Film mal gesehen hat, nie vergessen hat. So, diese Gruppe fuhr dann tatsächlich nach New York. Der Witz dabei war, sie wollten eine Performance, eine künstlerische Performance machen. Alles filmen, alles auf Tonband aufnehmen, das haben sie gemacht. Und sie hatten einen Tank dabei. In dem Tank war Kool-Aid, das ist so ein Sirup, den man mit Wasser verdünnen muss, ein sehr beliebtes Getränk in den USA. Und diese Kool-Aid war versetzt mit LSD, sodass man auch unterwegs häufiger mal LSD nehmen wollte. Das war der Plan. Und es fand sich ein Fahrer für diesen Bus. In letzter Minute, kurz vor dem Start, sein Name war Neil Cassady. Und Neil Cassady ist eine Legende gewesen damals, denn er war unter dem Namen Dean Moriarty die Hauptfigur aus dem Roman On the Road, dem autobiografischen Roman On the Road von Jack Kerouac, die Bibel der Hippies gewissermaßen. Der war der Fahrer dieses Busses. So kamen hier zwei Generationen zusammen. Ken Kesey war ein großer Bewunderer der Beat Generation und war glücklich, als sie dann tatsächlich ohne große Probleme übrigens unterwegs in New York ankamen. Wer sich für diese Busreise interessiert, es gibt einen Film, der heißt Magic Bus. Das sind die Originalfilmaufnahmen. Dieser Film wurde vor wenigen Jahren tatsächlich professionell zu Ende geschnitten, sodass man ihn jetzt, glaube ich, sogar bei Netflix finden kann. Magic Bus, Ken Keseys Reise mit dem Bus quer durch Amerika. So, das ging zwar turbulent zu, aber es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Der Fahrer war natürlich nie auf LSD, selbst Neil Cassady nicht, obwohl er das vielleicht sogar hingebekommen hätte. Sicherlich nicht, aber am Anfang, wie auch immer. Man kam in New York an. Neil Cassady rief seine Freunde an, Allen Ginsberg und Jack Kerouac. Die kamen zu Besuch zum Bus und man sprach miteinander. Jack Kerouac war nicht begeistert, Allen Ginsberg schon. Er sagte zu Ken Kesey, ich kenne da einen Typ in Millbrook, die machen LSD-Versuche, geht den doch mal besuchen, am besten ich fahre gleich mit. Okay, nachdem man also in New York war, fuhr man weiter, schaute in Millbrook bei Professor Timothy Leary vorbei. Der sah diese Spinner auf LSD und dachte, ah ja, so muss man was machen. Dann fuhren sie zurück über Kanada nach San Francisco. Das war aber nicht das Ende der Geschichte, die dann später als The Electric Kool-Aid Acid Test von Tom Wolfe 1968 in einem Dokumentarbuch veröffentlicht wurde, beschrieben wurde, diese Ereignisse. Angekommen in San Francisco nach einiger Zeit, beschloss man, jetzt ist es ja höchste Eisenbahn, dass die Menschheit diese LSD-Erfahrung macht.
fangen wir doch einfach in San Francisco an. Das ist der Ursprung der Hippie-Bewegung, denn unter anderem. Denn Ken Kesey beschloss, Partys zu veranstalten in San Francisco unter dem Slogan Can you pass the acid test? Acid ist eine Szenebezeichnung von LSD. Und das sah dann so aus, dass man Flyer finden konnte in San Francisco. Can you pass the acid test? Mit einem Termin, wo man hingehen konnte, wo man Räumlichkeiten angemietet hatte für einen Abend oder einen Tag. Jeder, der dorthin kam, bekam LSD, konnte es gleich nehmen. Es gab Live-Musik dazu. Hier ist ein Foto von einem dieser Events im Jahr 1965. Und The Acid Test. Und das inspirierte eine Gruppe von jungen Bewohnern eines besonders preiswerten Viertels in San Francisco, das dann später nach einer Straßenkreuzung benannt wurde, Haight-Ashbury. So, hier ist ein Fotodokument von einer solchen Acid Test. Die Personen, die man dort sieht, sind alle mehr oder weniger auf LSD. Da ist wohl auch nicht wirklich viel Schlimmes passiert. Es gab den Menschen eine ziemlich eindrückliche Erfahrung, die sie ihr Leben nicht mehr vergessen haben. Von eventuell möglichen Psychosen, die aufgetreten sein könnten, ist nichts wirklich überliefert. Also es ist wohl gut gegangen. Die Teilnehmerzahlen sind schwer zu eruieren. Es waren aber schon einige, die da teilgenommen haben. Die Liveband, die dort spielte, nannten sich The Warlocks. Später nannten die sich The Grateful Dead. Und die wurden die bekannteste Band der Hippie-Szene von San Francisco. So, die hatten ein Büro auf der Ashbury. Das ist die eine Straße, die den Namen hergab, Haight-Ashbury. In der Nummer 710, heute ein typisches Touristenfotomotiv, die dorthin kommen. Und ein weiteres Mitglied von Ken Keseys Merry Pranksters war Stuart Brand. Dieser Typ ist enorm interessant. Geboren 1938. Hier sehen wir ihn 1966 in San Francisco bei der sogenannten LSD Conference. Stuart Brand übernahm, nachdem Ken Kesey ein bisschen ein Problem bekam mit der Polizei, weil man bei ihm Marihuana gefunden hat. Das war verboten im Gegensatz zu LSD. LSD wurde erst 1966 verboten, nachdem man merkte, dass da irgendwas Seltsames passiert. Bis 1966 war LSD nicht verboten. Es gab inzwischen auch einen Chemiker oder mehrere in San Francisco, die die Sachen herstellen konnten, Osley Stanley III. Und so veranstaltete dann besagter Stuart Brand in der Folge von Ken Kesey noch einmal einen solchen Acid-Test, nannte es aber nicht mehr so, sondern nannte es im Januar 1966 das Trips Festival. Hier nochmal Stuart Brand, der vorher eine Initiative gegründet hatte unter dem Titel America Needs Indians. Er hatte sehr viel zu tun mit Indianern, weil seine Freundin, glaube ich, Anthropologie studiert hatte damals und so war er mit auf Reservate gefahren und war sehr beeindruckt von der Haltung zum Umweltschutz der Indianer. Somit ist Stuart Brand auch einer der Väter der Umweltbewegung in den USA, in Kalifornien. Neben vielen anderen Dingen. Hier noch Fotos vom Trips Festival. Es gibt auch Filmaufnahmen, die man vielleicht sogar bei YouTube finden kann. Hier die Straßenkreuzung, Haight-Ashbury. Danach wurde dieses Viertel mit billigem Wohnraum, mit diesen wunderbaren Victorian-Holzhäusern und Queen Anne-Holzhäusern, das wurde quasi langsam aber sicher übernommen von den Hippies, die dann aufgrund dieser LSD-Erfahrungen beschlossen, dass das Leben der Menschheit so nicht weitergehen könnte, dass man da einiges ändern müsste. LSD hat einen ziemlich dekonditionierenden Effekt. Das heißt, die Frage, die einem dann in den Kopf schießt, ist, muss das alles genauso passieren wie immer schon oder könnte man das nicht auch irgendwie alles anders machen? Und das Ergebnis war, ja, man könnte es mal anders probieren. Und das war die Grundidee und Philosophie der Hippies. Und dann gab es sehr schnell schon hier den ersten Head Shop, also einen Laden, der hieß The Psychedelic Shop. Und der Begriff Psychedelic bezeichnete eben alles, was mit der LSD-Erfahrung zu tun hat. Ein Psychologe hat den erfunden, Mr. Osmond aus Kanada.
Und so bildeten sich verschiedene Gruppierungen in San Francisco, darunter die Diggers. Und die Diggers beriefen sich auf eine Gruppierung, eine revolutionäre Gruppierung von ein paar hundert Jahren aus Großbritannien. Und die wollten eigentlich anonym bleiben. Das haben sie nicht ganz geschafft. Einer ihrer Gründer ist auf jeden Fall mit Namen bekannt, Emmett Grogan. Die Diggers machten sich im Kreise der Hippies in San Francisco, Haight-Ashbury, nützlich, indem sie Essen verteilten umsonst, denn ihre Philosophie war Geld abschaffen. Sie wollten Geld abschaffen. Nette Idee, netter Versuch. Everything should be free. Und so hat man Essen verteilt umsonst und man machte einen Laden auf, der hieß Free Frame of Reference. In dem Laden war alles, was dort zu haben war, in der Regel Klamotten, die irgendjemand dort zur Verfügung gestellt hat, gebrauchte Klamotten. Und die waren dort umsonst. Jeder konnte dorthin gehen und sich dann Klamotten nehmen. Und das war die Idee der Diggers. Und das ist schon eine wichtige Idee, die sich dann auch in der Frühzeit des Silicon Valley und der digitalen Bewegung wieder zeigt. Die Diggers sind da wahrscheinlich die Stichwortgeber. Das erste Hippie-Festival 1967, schon im Februar dann, das war dann schon der Summer of Love, der eigentlich 3 Jahre dauernde ist. 1967 war dann der Höhepunkt. Und hier fand dann das erste Hippie-Festival statt in San Francisco's Golden Gate Park. Man nannte es The Gathering of the Tribes oder The First Human Be-In. Eine Zusammenkunft mit Musik und mit Rednern, ungewöhnlich für ein Musikfestival. Es war kein reines Musikfestival, sondern ein Gathering of the Tribes. Man wusste noch nicht, wie viel sind wir eigentlich, wie viele Hippies gibt es überhaupt. Und man rechnete mit, ja, vielleicht kommen 1000 Leute in den Golden Gate Park. Schauen wir mal. Eröffnet wurde dann dieses Hippie-Festival von keinem Geringeren als dem Dichter Allen Ginsberg, der eine sehr enge Beziehung dann entwickelte auch zu den Hippies, weil er ihre Ideen nicht nur inspirierte, sondern auch dann lange Zeit teilte. Hier sehen wir ihn bei einem hinduistischen Ritual zur Reinigung des Ortes, zur Eröffnung dieses Gathering of the Tribes. Timothy Leary hatte von Millbrook aus mit seinen Mitarbeitern Ralph Metzner und Richard Alpert mehrere Bücher publiziert. 1964 das Buch, was ein Bestseller wurde in der Szene, The Psychedelic Experience, a manual based on the Tibetan Book of the Dead. Weil Timothy Leary und seine Kollegen den Eindruck hatten, dass die Erfahrungen, die sie mit LSD hatten, schon mal beschrieben wurden. Nämlich genau in diesem Buch, dem tibetanischen Totenbuch, dass die tibetanischen Mönche Erfahrungen beschrieben, die den LSD-Erfahrungen ähnlich waren. Ein weiteres Buch folgte, Psychedelic Prayers von Timothy Leary. Das war eine Adaption des Tao Te Ching, einem spirituellen chinesischen Buch, mit des Grundwerkes des Taoismus. Das erschien 1966. So sieht man hier die Verbindungen zu spirituellen Ideen des fernen Ostens. Timothy Leary war übrigens auch bei diesem Festival in San Francisco zufälligerweise anwesend und gab dort seinen neuen Slogan zum Besten, Turn on, tune in, drop out. Und er machte die Bemerkung, you can be anyone this time around. So machte er Werbung für seine Kampagne. Mit anwesend war Shunryu Suzuki, der Leiter des San Francisco Zen Centers, eine Einrichtung eigentlich für die japanischstämmigen Bewohner von San Francisco, die allerdings in den Mitte der 60er Jahre ein so hohes Interesse erfuhren, vor allen Dingen der Hippies, die auf der Suche waren nach Erklärungen für diese spirituellen Erfahrungen, die sie in der
christlichen Kirche nicht unbedingt finden konnten, aber sie waren der Meinung, in östlichen Weisheiten waren Entsprechungen zu finden, die wussten irgendwie mehr. Am Anfang konnten die nicht unterscheiden zwischen Buddhismus aus Indien, Hinduismus aus Indien oder chinesischem Buddhismus oder Hardcore-Zen. Zen ist eine Form des Buddhismus, eines No-Bullshit-Buddhismus. Setz dich hin, meditiere und halte den Mund. Das ist Zen. Also das war für die Hippies natürlich alles noch neu und irgendwie erstmal alles sehr verwirrend. So, die Überraschung war, es kamen 25.000. Das Ganze wurde überwacht von zwei beritteten Polizisten. Mehr waren nicht da. Die Stadt hatte nicht mit einem so hohen Aufkommen gerechnet. Also stellte man fest, wow, wir sind viele. Jetzt wurden die Medien aufmerksam auf dieses Phänomen der Hippies. Es ging um die Welt und das war das Ende der Hippie-Bewegung. Aber das ist eine andere Geschichte. So, Hippies und Silicon Valley, die Überschneidungen. Ein enger Freund der Diggers und teilweise auch bei Aktionen der Diggers anwesend war der Schriftsteller und Dichter Richard Brautigan. Er gilt vielen als der Hippie-Dichter. Er selber hat das nicht so toll gefunden, als Hippie-Dichter bezeichnet zu werden. Richard Brautigan hat ein Gedicht geschrieben. Dieses Gedicht wird häufig zitiert in Büchern über die Geschichte des Silicon Valley oder über die Robotik, über Posthumanismus, was auch immer. In diesem Gedicht All Watched Over by Machines of Loving Grace ist der letzte Vers der entscheidende. Ich lese ihn mal kurz vor, ganz unten der letzte Vers von Richard Brautigans Gedicht aus den späten 60er Jahren. I like to think it has to be of a cybernetic ecology where we are free of our labors and joined back to nature. Return to our mammal brothers and sisters and all watched over by machines of loving grace. Eine Utopie, nicht unbedingt ironisch gemeint. Ich glaube, es war eine Vision, eine Utopie, dass wir uns irgendwann Robotik und künstliche Intelligenzen gebaut haben werden, die für uns sorgen werden. Und wir können wieder zurückgehen in die Natur, zu den Tieren und zu den Pflanzen und mit ihnen in Frieden leben. Das war die Utopie. Das ist die Hippie-Utopie eigentlich auch. Und das war eine Utopie des frühen Silicon Valley. So, auch wegen diesem Mann, schon wieder, Stuart Brand. 1968 gab er den berühmten Whole Earth Catalog heraus. Sein Wunsch war, auf dem Umschlag sollte ein Bild erscheinen der Erde. Mit einem Foto aus dem All. Das war durch die Mondmissionen jetzt möglich geworden. Und er konnte dieses Foto auf dem Umschlag des Whole Earth Catalog abdrucken. Der Whole Earth Catalog wurde ein Bestseller, weil darin waren unendlich viele Tipps zu Computern, zu Landwirtschaft. Denn die Hippies begannen aufs Land zu gehen und Hippie-Kommunen auf dem Lande zu gründen. Dazu brauchte man Wissen und das Wissen dazu stand im Whole Earth Catalog. Und ein enorm wichtiges Instrument, Tools for Everybody, also Werkzeuge für alle. Und das war ein entscheidender Schritt. Hier ein Zitat zu diesem Whole Earth Catalog von einem Mann, den wir wahrscheinlich alle kennen, Steve Jobs. Er hat in seinem Vortrag an der Harvard University im Jahr 2005 gesagt, When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. Steve Jobs. So, Stuart Brand war nicht nur der Herausgeber des Whole Earth Catalogs, er war auch direkt beteiligt im Silicon Valley an der Stanford University an der Forschung und Entwicklung von Computern und Computer Communication. Hier sehen wir Stuart Brand im Labor von Doug Engelbart, der 1968 bei The Mother of All Demos
die Computermaus vorgestellt hat. Mit anwesend als der Mann hinter der Kamera hier zu sehen auf diesem Foto bei dieser Demonstration von Doug Engelbart, der erste Computermaus. Wiedersehen, Lochkarten von Herrn Zuse. Hier beginnt die moderne Interaktion Mensch-Computer mit der Computermaus und Bildschirmen. Das waren damals noch Bildschirme von Fernsehgeräten bei dieser Demo. So, es gab natürlich immer noch Schatten. Denn Richard Nixon bezeichnete 1970 Timothy Leary als den gefährlichsten Mann Amerikas. Er wurde verhaftet, weil man zwei Joints bei ihm gefunden hat im Auto. Und es drohten ihm 10 Jahre Haft für den Besitz dieser beiden Joints. Er floh aus dem Gefängnis, floh in die Schweiz. Eine sehr spannende Geschichte, musste dann dort, traf dort den Erfinder, Herrn Hoffmann, floh dann von dort weiter nach Afghanistan. Dort wurde er verhaftet vom FBI und zurücktransportiert in die USA und musste dann einige Jahre im Gefängnis absitzen. Er nutzte diese Jahre, um einige Bücher zu schreiben. Mehr von Timothy Leary später. 1971, Ray Tomlinson führt das Ad-Zeichen ein für das ARPANET als eine Art Adresse, damit die Leute mit Mailing-Lists miteinander kommunizieren konnten, mit Telefonmodems und Computern und so weiter und so fort. 1972 Atari entwickelt Pong, ein Computerspiel. Atari spielt bei der Entwicklung des Silicon Valley erstaunlicherweise eine wichtige Rolle. Und so begannen die Nerds mit Computern zu spielen. In Silicon Valley gab es damals noch von der Firma Xerox Xerox Park. Ein Think Tank, mehr oder weniger ein Versuchslabor, in dem an Computern geforscht und entwickelt wurde. Aber sie hatten keine so richtige Idee, was sie jetzt mit dem allen machen sollten, sodass andere diese Ideen, die dort entstanden, nutzten für sich. Einer davon war Steve Jobs, ein anderer war Bill Gates. Xerox Park, Xerox, die Firma selber, hatte diese Vision nicht. Sie haben es verbaselt. Stuart Brand schrieb 1972 dann nach einem Besuch, einer Tour, die er bekommen hat durch Xerox Park, einen Artikel für die Popmusikzeitschrift Rolling Stone über Xerox Park. Und das inspirierte, dieser Artikel war sehr inspirierend. Computer sind cool. Was kann man alles damit machen? So sagte Ken Kesey, Computers are the next big thing after acid. Xerox war ahnungslos. In den späten 70er Jahren besuchten dann Steve Jobs und Bill Gates Xerox Park und bedienten sich dort wie in einem Selbstbedienungsladen für ihre Betriebssysteme. So. Und dann kam natürlich noch mehr Spaß. Es war eine bewegte Zeit und in den frühen 70er Jahren, hier ist einer der ersten Hacker im eher modernen Verständnis, was ein Hacker so tut. Captain Crunch, er fand eine Trillerpfeife in den Cornflakes-Packungen, die dort beigelegt wurden als Geschenke für die Kinder. Und mit dieser Trillerpfeife, mit dem Ton der Trillerpfeife konnte er den Zählmechanismus der Firma Bell Telephone Systems außer Kraft setzen, sodass man stundenlang umsonst telefonieren konnte. Den Trick fanden zwei junge Männer sehr faszinierend und sie wollten auch sowas bauen, versuchten Kontakt aufzunehmen mit Captain Crunch, aber mit ihm konnten sie nicht ins Geschäft kommen. Sie entwickelten selber eine sogenannte Blue Box, um genau diesen Trick des Zählmechanismus von Telefongesellschaften außer Kraft zu setzen, zu bauen und das als ein Geschäftsmodell dann auch zu verkaufen. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd. Sie gerieten sofort an Kriminelle und diese Erfahrung war sehr einschüchternd, sodass die beiden Jungs beschlossen haben, diese Geschäftsidee nicht weiter zu entwickeln. Der Name der beiden war Steve Jobs und Steve Wozniak.
die Gründer von Apple Computers. Hier sehen wir nochmal Steve Wozniak mit einer Blue Box und dem Versuch, die an einem Telefon einzusetzen. Das war noch vor der Gründung von Apple Computers. Indien. Allen Ginsberg war in Indien unterwegs gewesen, die Beat Generation, und hatte dabei Menschen getroffen wie Gurus und Lama Anagarika Govinda, der das Buch geschrieben, Der Weg der Weißen Wolke, ein sehr einflussreiches Buch für viele, die sich dann mit Buddhismus zum Beispiel beschäftigt haben. Sie haben auch den Dalai Lama kurz getroffen. Gary Snyder, Peter Orlovsky, Allen Ginsberg, drei Schriftsteller und Dichter aus der Gruppe The Beat Generation unterwegs Anfang der 60er Jahre in Indien. Das fanden die Hippies sehr inspirierend und sie gingen dann eben auch nach Indien. 8 Jahre später, 1971, geht einer der Mitarbeiter von Timmy's Leary, Richard Alpert, auch nach Indien auf der Suche nach einem Guru. Er findet ihn in Nemkaroli Baba. Der beeindruckt ihn tief, sodass er den Namen annimmt, Baba Ramdas, zurückkehrt in die USA und beginnt Meditation zu lehren. Und er schreibt ein Buch, das 1971 erscheint, Be Here Now. Die Älteren unter uns werden sich an dieses Buch erinnern. Es stand in jeder WG irgendwo in Deutschland. Mindestens ein Exemplar war in jeder WG vorhanden und wurde so eine Art Wegweiser für den nächsten Schritt, was dann für manche ein Schritt in New Age auch bedeutete. 1973 begab sich nun nach diesen inspirierenden Vorgängern der junge Steve Jobs auch nach Indien, nachdem er kurz sich in Deutschland aufgehalten hatte, um bei Atari angeblich zu jobben. Er blieb dort 6 Monate und er suchte diesen besagten Guru von Ramdas. Als er ihn endlich fand, war dieser gerade gestorben. Aber auf diesem Weg begegnete er noch anderen. Einem kalifornischen Arzt, der mit der Gruppe Grateful Dead unterwegs gewesen war, Larry Brilliant. Die beiden lernten sich in Indien kennen und hielten ein bisschen dann später auch noch den Kontakt. Larry Brilliant fand neben Karoli Baba den Guru noch anlebend und bekam von diesem Guru einen sehr interessanten Auftrag. Denn der Guru sagte zu ihm, du bist doch Arzt. Wir haben Pocken in Indien. Beende die Pocken. Das nahm sich Larry Brilliant sehr zu Herzen und machte später genau das und gründete eine Stiftung, die genau das umsetzte. Er führte den Auftrag seines Gurus aus. Steve Jobs zurück in San Francisco, wo er herkam, kehrte zurück zum Thema Computer. Seine Idee war Simplicity, Einfachheit. 1976, Steve Jobs war damals 21 und er gründete Apple. Erste Innovation, 3-Button-Maus vereinfachen zu 1-Button-Maus. Zweite Geschichte, Pop-Up-Menüs werden zu Pull-Down-Menüs. Das Motto lautete Einfachheit. Das hatte er bei Atari gelernt. Atari-Spiele mussten Spaß machen und Anweisungen mussten einfach gehalten sein, sonst macht es keinen Spaß. Und dann ging es los. Insert Coin, Avoid Klingons. Das war das Motto. Und so gründete er mit Steve Wozniak Apple Computers in der Garage seiner Adoptiveltern. Hier sieht man diese Garage von innen. An der Wand ein Poster von der Band Fleetwood Mac, also das große Interesse von Steve Jobs an Popmusik ist hier zu sehen schon. Steve Jobs, ein weiteres Zitat, in the 70s and 80s, the best people in computers would normally be poets and musicians. Almost all of them were musicians. A lot of them were poets on the side and
they went into computers because it was so compelling, because it was fresh and new. It was a new medium of expression. Also er meint, dass die Gründergeneration, die waren eigentlich alles Künstler, Musiker, was auch immer in diese Richtung. Und die fanden den Computer einfach nur als eine neue Art, eine neue Möglichkeit des Ausdrucks. Hier sehen wir Steve Jobs und Steve Wozniak 1976, nachdem sie Apple gegründet hatten. Das erste Logo von Apple, Apple Computers Company, sah aus wie aus dem Whole Earth Catalog ausgeschnitten, ein Hippie-Logo, was allerdings Steve Jobs nicht so wirklich überzeugt hat, sodass er schon ein Jahr später, 1977, wurde ein neues Logo für Apple Computers kreiert von einem professionellen Designer. Aber hier sehen wir noch einen frühen Auftritt auf einer Computermesse von Steve Jobs und Daniel Kottke. Hier dann Rob Janoff, der Designer des neuen Logos, 1977 das Hippie-Regenbogen-Logo. Später hat dann Apple beschlossen, das Regenbogen-Logo wegzulassen und das farblich zu vereinfachen. Denn es gab natürlich die Regenbogen-Fraktion, stand dann später für etwas anderes, nicht mehr nur für Hippies. Ein erstes Zerwürfnis ist auch schon zu sehen, recht bald. Daniel Kottke wurde entlassen, der alte Reisegefährte von Steve Jobs. Es gab einen Bruch und er wurde einfach nicht abgefunden. Das war sehr schockierend. Steve Wozniak hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen und schenkte Kottke einige seiner Apple-Anteile. Es gab noch ein kleines Problem mit Apple, nämlich mit dem Namen. Es gab schon eine Firma, die auch Apple hieß. Das war die Firma Apple, gegründet von den Beatles in London. Die war in den 70er Jahren schon lange pleite, denn das waren Musiker und keine Geschäftsleute. Aber der Name war noch da, der war immer noch eingetragen und hatte noch Gültigkeit. So gab es dann einen ziemlich langen Rechtsstreit um den Namen Apple. Und das war der Grund, warum bei Apple iTunes lange Zeit keine Beatles-Musik erhältlich war. So, als dann Apple gegründet war, in den 70er und vor allen Dingen in den 80er Jahren, kam ein gewisser Mick Jagger, Sänger der Rolling Stones, wieder mal auf Tour durch die USA und es gab eine Anfrage an die Rolling Stones, ans Management. Ein gewisser Steve Jobs, Gründer von Apple Computers, würde gerne mal die Rolling Stones treffen. Mick Jagger hatte damals keine Ahnung, wer Steve Jobs ist und was Apple Computers sein soll und lehnte diese Anfrage ab. Steve Jobs, weiß man inzwischen, hatte eine Liaison mit der Sängerin Joan Baez und drei Jahre lang soll diese Beziehung angeblich bestanden haben. Joan Baez hat mal in einem Interview gesagt, oh, er fragte mich nur immer wieder nach meiner Beziehung zu Bob Dylan in den 1960er Jahren. Sie fand ihn wohl manchmal ein bisschen nervig. Seattle, die andere große Stadt an der West Coast, nördlich von San Francisco. Dort entstand ein weiteres Zentrum des Computerzeitalters neben Adobe-Programmen und den Boeing-Flugzeugwerken natürlich auch. Und später dann Amazon wurde dort vor allen Dingen das Zentrum von Bill Gates und Paul Allens Firma Microsoft aufgebaut. Es gab dann den berühmten Streit zwischen Bill Gates und Steve Jobs über das Betriebssystem. Steve Jobs hat ihm Bill Gates dann vorgeworfen, er hätte das alles bei ihm geklaut, bevor er es veröffentlicht hätte, seines von Apple. Und Bill Gates war schlagfertig in seiner Antwort und er hat gesagt, Steve, wir haben beide geklaut bei Atari. Bei Xerox PARC. So, damit waren sie quitt. Der Mitbegründer von Microsoft, Paul Allen, war selber Musiker und ein großer Verehrer von Jimi Hendrix und der hat später eine große Zentrum Experience Music Project gestiftet für die Stadt Seattle. Ein Foto davon sehen wir hier. Das sollte eine Hommage sein an Jimi Hendrix. In den 80er Jahren die Cyberpunks, Hyperspace, das Hacker-Ethos, ja, lange Geschichte.
im Silicon Valley wird gespielt und experimentiert und geforscht wird am MIT. 1985 wird das MIT gegründet im Osten der USA und dort ließ auch Apple forschen. So entstand eine gewisse Kooperation dort zwischen West Coast und East Coast. Und dieses Media Lab besuchte 1986, ja wer wohl, Stuart Brand. Er hatte vor, einen Artikel darüber zu schreiben, über dieses berühmte Media Lab am MIT. Daraus wurde ein Buch, wirklich absolut lesenswert. Es erschien 1987. Die Verbindung Silicon Valley und Media Lab war sehr eng. Aber das sind mehr technologische Fragen. Apple, der Durchbruch für die Firma Apple als die Firma für Computer, also Hardware mit eigenem Betriebssystem und so weiter und so fort. 1983 bringt Apple einen Computer mit Namen Lisa auf den Markt. Das war der Name der unehelichen Tochter von Steve Jobs, eine eher traurige Geschichte. Der war aber viel zu teuer, sodass Steve Jobs dieses Projekt aufgab und ein ganz neues Modell zusammenbauen ließ, der wesentlich preiswerter war. Und das war dann der Macintosh, der Mac 2. Und das war der Durchbruch für die Firma Apple. Wichtig dabei war auch das Design. Dafür flog Steve Jobs extra in den Schwarzwald, um einen deutschen Designer zu treffen. Hartmut Esslinger, der ihm das Design für diesen Computer entworfen hat. Simplicity und dann vor allen Dingen die Interaktion. Der Computer sagte, wenn man ihn anmachte, hello. 1984 dann der Disrupt-Werbespot beim großen Super Bowl, der große Werbedurchbruch für die Firma Apple mit diesem berühmten, einem der berühmtesten Werbespots in der Werbegeschichte. 1984, der Werbespot für die Firma Apple, kann man bei YouTube noch sehen. Und dann 1985, es gibt noch kein Internet, für alle zugängliches Internet. Aber es gibt 1985 Whole Earth Electronic Link, entwickelt von Larry Brilliant, dem Mann, den Steve Jobs in Indien getroffen hatte, und Stuart Brand. Das war eine Kommunikationsplattform für Grateful Dead Fans und Hippies, wo man per Telefonmodem über The Well miteinander kommunizieren konnte. Das war eine Vorform des Internets für ja, eine Gruppe von Hippies und Grateful Dead Fans, wo sie Musikdateien austauschen konnten und sich gegenseitig mitteilen konnten, wo das nächste Grateful Dead Konzert stattfinden würde. Es war aber auch eine Community, die dieses Netzwerk für wichtige Dinge nutzen konnte und somit sehen konnte, wie praktisch ein solches, in Anführungszeichen, Internet sein könnte. Hier Larry Brilliant, sehr, sehr lesenswert, seine Autobiografie. Die Sevan Foundation von Larry Brilliant wurde mitgegründet von Ram Dass, Mitarbeiter von Timothy Leary, Wavy Gravy, den Grateful Dead, Larry Brilliant und so weiter. Steve Jobs hat dann beschlossen, sie auch finanziell zu unterstützen. 1984, Stuart Brand organisiert in Kalifornien die erste Hackers-Konferenz. Das ist ein Foto der ersten Hacker-Konferenz von 1984. Es gibt immer noch kein Internet. Mit Teilnehmer an der First Hackers-Konferenz, veranstaltet von Stuart Brand, ist natürlich hier Steve Wozniak, hier 1984 bei der First Hackers Conference. Und Timothy Leary, nachdem er einige Bücher geschrieben hat, lernt zu programmieren und entwickelt Programme. Er schreibt Programme. Timothy Leary schreibt Programme in den 70er und 80er Jahren, vor allen Dingen für Manager-Software, Manager-Schulungen. Und das macht er hier und entwickelt seinen 70er-Jahre-Slogan, eine Utopie-Vision, SMILE. Bedeutet es Space Migration, die Auswanderung ins All. Dazu brauchen wir Intelligence in Krise, eine Verbesserung unserer Intelligenz. Das ist das I hoch 2. Und wir müssen länger leben. Wenn wir die
andere Planeten besiedeln wollen. Das bedeutet LE, Life Extension, Lebensverlängerung. Das kommt uns inzwischen als Posthumanismus recht bekannt vor. Stammt von Timothy Leary, der dann noch beschloss, als ihm die Diagnose mitgeteilt wurde, dass er unheilbar an Krebs erkrankt war. Die nächste Herausforderung wieder heranzunehmen und zu sterben. Und er beschloss, ein Buch darüber zu schreiben, Designing Dying. Er freute sich auf Sterben und sagte, oh, the next experience, dying. Er starb dann live übertragen im Internet 1996. Da ging das dann. Seine letzten Worte waren, why not? Sein Kopf wurde dann abgetrennt vom Körper und von Cryonics tiefgekühlt, damit man sein Gehirn irgendwann wieder auftauen kann und ihn wieder zum Leben erwecken kann. Während seine Asche wurde in den Weltraum geschossen und dort ist sie immer noch. Timothy Leary. Information wants to be free, though it also wants to be expensive. Stuart Bryant. Nerd and Geek Art. Die Post-Tippies in der Wüste, die Burner. Hier sehen wir John Perry Barlow, den Texter der Band Grateful Dead. Er proklamierte 1996 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. 1996. Hier die ersten Sätze aus diesem Manifest, veröffentlicht in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum. Vorgetragen von John Perry Barlow. Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. Burning Man. 1986, ein Festival in der Nähe des Silicon Valley in Nevada, wo jedes Jahr das Burning Man Festival stattfindet, wo sich Larry Page und die Gründer von Google in ihren VIP-Tents mit anderen Nerds und Geeks treffen, um extreme Kunst von spannenden Künstlern anzuschauen, die sich dort treffen und ihre Werke präsentieren bei diesem Festival, was jedes Jahr stattfindet. Letztes Jahr wahrscheinlich nicht. Hier Fotos vom Burning Man Festival. Das ist immer noch eins der Treffpunkte dieser alten Generation, inzwischen schon der Nerds und Geeks. The Silicon Valley, der ersten Gründergeneration. The Silicon Valley, des Change. Ja. Es blieb aber nicht so. Am Ende meines Vortrags muss ich noch zu sprechen kommen auf, was sich dann entwickelt hat. Das hat schon Steve Jobs auf unangenehme Art und Weise selbst am eigenen Leibe erfahren müssen. Die Erwachsenen wurden den Nerds und Geeks zur Seite gestellt. Das waren BWL-Leute, die sich mit Wirtschaft auskannten. Das waren die Erwachsenen, die veränderten das Silicon Valley. Jetzt wurde ein Geschäft entwickelt. Auch die Unterhaltungsindustrie meldete sich und Steve Jobs war glücklich, das Apple iPod vorstellen zu können, das mit diesem weißen Kabel 2001, seine letzte große Präsentation, die Musik iTunes, die Verbindung zur Popkultur von Apple. Und Steve Jobs wird hier zum letzten Mal wirklich, wirklich sichtbar. Richard Brautigan nochmal, All Watched Over My Machines of Loving Grace. Was wurde daraus? Die Überwachung, die Geschäftsmodelle, die Möglichkeiten von Data Mining und Überwachungssoftware zu entwickeln. Wir sehen hier eine der bekanntesten Überwachungssoftware. CEO ist Alice Karp, Mitbegründer und Chairman ist Peter Thiel. Die Amerikaner sagen wohl zu diesem deutschstämmigen Risikogeldanleger Peter Thiel, eine ziemlich schillernde Figur des Silicon Valley. Hier sehen wir Palantir, eine Überwachungssoftware.
die vollmundig verkündet, was sie alles kann, was vielleicht nicht so ganz hundertprozentig stimmt. Letzte Woche erschien sehr zu meiner Freude auch mal ein Artikel über Palantir im Spiegel. Diese Firma versorgt in Deutschland auch Polizei mit dieser Software in Hessen und in noch einem weiteren Bundesland, die damit experimentieren, aber nicht ganz so wahnsinnig glücklich sind damit, glaube ich. Es geht um eine künstliche Intelligenz, um Artificial Intelligence und Data Mining, um daraus Vorhersagen zu entwickeln über kriminelle Schwerpunkte. Der Witz bei dieser Software ist der Name. Palantir, falls Sie es nicht gemerkt haben, was Palantir ist, ich sage es Ihnen, was auch das Logo zeigt. Palantir ist aus dem Buch Herr der Ringe. Diese Kugel der Zauberer, mit der Sie in die Ferne schauen können, Palantir heißen diese Dinger. Und deswegen ist der Slogan dieser ziemlich gefährlichen Firma, dieser, ja, ich würde sagen, unheimlichen Firma, Save the Shire, rette das Auenland aus Herr der Ringe, Middle-Earth. Save the Shire ist der Slogan im Büro und auf den T-Shirts der Mitarbeiter. So, und hier ist ein anderer Visionär, der uns auch manchmal eher erschreckt als beglückt. Ray Kurzweil, ein Visionär und Wissenschaftler, der uns die Idee des Posthuman und des Transhumanismus eröffnet hat, nicht nur er allein, mit seiner Idee der Singularity. Er ist 2012 wurde er Director of Engineering bei Google, ist also nicht irgendwer. The Singularity is near. Er sagt, 2045 tritt das ein. Was meint er damit? Naja, das da. Das sind die verschiedenen Schritte hin zur Singularität. In der ersten Epoche, sagt er, die Physik und Chemie entsteht, also bei der Entstehung des Universums. In der zweiten Epoche entsteht dann Biologie und DNA, also sprich Lebewesen auf der Erde. In Epoche 3 entstehen Brains, also Intelligenz, sprich wir. In Epoche 4 entwickeln wir dann als Intelligenz, als Brains Technologie. Und in Epoche 5, und das ist jetzt, gibt es dann die Verschmelzung von Technologie und Human Intelligence. Nur unsere Intelligenz, die biologische Intelligenz, ist zu langsam. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich viel schneller als die biologische Evolution der biologischen Intelligenz. Und deswegen wird die künstliche Intelligenz, so die beglückende Vision von Menschen wie Ray Kurzweil, die Sache übernehmen. Und zwar sehr schnell. Und dann wird irgendwann im Jahr 2045, nach der Berechnung von Mr. Kurzweil, ich kürze das Ganze jetzt hier ein bisschen ab, Epoche 6 schlagartig beginnen. The universe wakes up. Es wird durch die Bewusstwerdung des kompletten Universums, durch künstliche Intelligenz, wird das Universum zum Bewusstsein erwachen. Und dann ist die Singularität eingetreten. Wow. Kommt einem das bekannt vor? Smile, Timothy Leary. Okay, so. Hat Timothy Leary auch mal? Ja, Timothy Leary hat sowas auch mal entwickelt. Allerdings 8 Stufen. Die erste entsteht orales Bio-Überlebensbewusstsein. Es geht nur um Bewusstsein und die Evolution von Bewusstsein. Stufe 2, territoriales Bewusstsein, entsteht Wirbeltier-Existenz. Drittens, semantisches Bewusstsein bringt den Hominidenstamm hervor mit hoher Wendigkeit, besser als die Säugetiere. Dann soziosexuelles Bewusstsein auf Stufe 4 schafft Zivilisation. 5, neurosomatisches Bewusstsein führt zu Freiheit von roboterhaften Reflexen niedriger Schaltkreise. Auf Stufe 6, Metaprogrammierungsbewusstsein führt zu höherer Intelligenz, höherer Flexibilität auf allen Schaltkreisen. Und Stufe 7, neurogenetisches Bewusstsein führt zu Einheit mit allem Leben. Oh, ist das Singularity? Nein, bei Leary ist es 8. Nicht lokales Bewusstsein, was ist das? Jo, Quantenphysik. Nicht lokales Bewusstsein führt zu kosmischer Einheit.
Stufe 8 bei Timothy Leary. Wow, wir können gespannt sein. So, Menschen müssen aber andere Menschen treffen, nicht digital, wie wir es jetzt gerade tun, sondern in echt. James McNiven, Besitzer des Box Restaurant in Woodside. Hier kam Jim Clark auf die Idee zu Netscape. Hier wurde PayPal und Tesla erdacht. So, we had the whole Earth catalog as a Bible. Then it went electronic, the well. And it became one of the backbone models for the Internet. Ein Zitat dieses Kaffeebesitzers im Silicon Valley. So, wer etwas über das Silicon lernen will und über die Rahmenbedingungen, die dort herrschen, dem empfehle ich dringendst die HBO-TV-Serie Silicon Valley, die ist zum Totlachen. Es gibt 6 Staffeln, ich habe mich köstlich amüsiert. So, ja, der Hippie-Traum, ja, der ist wohl irgendwann verloren gegangen. Der Allesverkäufer Mr. Jeff Bezos, den wir hier zusammen sehen mit Stuart Brand anlässlich seines 75. Geburtstags, der hat Amazon gegründet, weil er dachte, Bücher lassen sich so gut stapeln. Das ist die beste Geschäftsidee, was man im Internet verkaufen kann. Data ist heute Geld. Ownership of data is power. Social Media ist eine Überforderung der Menschheit, wie es der Volksempfänger im Dritten Reich war. Noch, wir müssen lernen, was das wirklich ist. Es ist Demokratisierung. Es ist Subversion. Vielleicht. Ja, es hat immer mehrere Seiten, mindestens 2. Ist es Datenmüll? Ist es der Wilde Westen? Ist es Hass, Manipulation durch Fake News? Ist es Social Bots? Was ist es? So, ihr seid nicht die Kunden der sozialen Medien, ihr seid das Produkt. Ein Zitat, ein bekanntes von Jaron Lanier, der sagte, kündige deinen Social Media Account. Das ist Jaron Lanier, ein wichtiger Kritiker des Silicon Valley, der früher einer der Begründer des Silicon Valleys war und der heute sehr kritisch dem Ganzen gegenübersteht. So, hätte man mit Social Media vielleicht Donald Trump verhindern können? Wie die Geschichte gezeigt hat, nein, denn es gab Social Media. Es ist offensichtlich sogar so, dass Social Media Donald Trump erst erschaffen haben. Diese Geschichte von dieser Firma aus London möchte ich nicht nochmal Cambridge Analytica nochmal hier ausbreiten. Das würde jetzt zu lang dauern. Aber die trägt einen großen Anteil an der Machtergreifung von Donald Trump im Jahr 2016, weil sie sich bei Facebook bedient haben. Auf der dreiste Art und Weise und dann ihren Weg der Manipulation begonnen haben. Das ist inzwischen ziemlich gut bekannt durch verschiedene Whistleblower der Firma. Diese Geschichte ist noch nicht ausgestanden. Es gibt jetzt die ersten Ansätze der Regulierung und die ersten Ideen. Wir sehen hier den Twitter-Gründer neulich bei einer Anhörung vor dem Kongress. So, heute, letzte Bemerkung zum Silicon Valley. Es ist der Plattformkapitalismus. Lass andere für dich arbeiten. Gründe einfach eine Plattform, greife dann die Daten ab und verkaufe diese. Okay. Danke für alle, die so lange durchgehalten haben und mir zugehört haben. Jetzt gibt es bestimmt noch die eine oder andere Frage. Herr Görtler, vielen lieben Dank. Super, wow, was für ein Abriss, was für ein Ritt und Schnelldurchlauf durch zumindest einen gewissen Teil der neueren amerikanischen Geschichte. Vielen lieben Dank, Wahnsinn. Und ja, wo knüpft man an? Das waren ja so viele Themen und so viele spannende Connections, die Sie gezogen haben. Und vielleicht für mich zuallererst die Frage an Sie. Sie haben ja heute für uns diesen Talk fertiggestellt. Sie sind ja schon länger an diesem Thema dran, haben Sie mir erzählt. Und daher die Frage von mir an Sie. Das Thema fasziniert Sie. Wie kamen Sie auf dieses Thema und was macht Sie für Sie den Reiz oder die Faszination an diesem Thema aus? Ich war eigentlich nicht so an der Technologie interessiert. Bin ich eigentlich immer noch nicht. Wenn ich mich in ein Auto setze, das Auto muss laufen.
wie das Auto läuft, ist mir egal. Ich würde gerne ein Elektroauto haben, inzwischen natürlich. Aber wie das funktioniert, ist letztlich auch egal. So, an der eBay-Geschichte bin ich ja selbst beteiligt, also, ja, biografisch natürlich auch. Das ist meine Generation. Insofern hatte ich da mein Thema, aus dem sich dann mein Unterricht für die Popkulturgeschichte ergab. Aber irgendwann stieß ich auf ein Buch, das erschien 2010er Jahren, glaube ich, war es, von John, ich habe es hier aufgelistet auf meiner Folie, John Markoff, What the Dormouse Said. How the 60s Counterculture Shaped the Personal Computer Industry. Das klang irgendwie spannend und das habe ich gelesen. Und dann ging mir ein Licht auf. Yo, Stuart Brand, den Typ kenne ich. Und dann, ja, dann war mein Interesse an der Geschichte auch des Silicon Valley geweckt. Es gibt inzwischen weitere Bücher zu dem Thema und so weiter und so. Ja, bin ich eigentlich drauf gekommen, mich da mal ein bisschen reinzulesen und das Ganze dann auch zu verknüpfen mit dem, was ich über die andere Seite wusste. Und es ist ja auch ein unglaublich umfangreiches Thema. Also es beknüpft ja an uns, es setzt ja an wahnsinnig vielen Punkten an. Sie haben mir erzählt, dass Sie 2019 war es, auf jeden Fall kurz vor der Pandemie, bevor die Pandemie richtig das Reisen mehr oder minder unmöglich gemacht hat, zuletzt vor Ort in San Francisco waren, um dort Ihre Recherchen nochmal weiterzutreiben. Inwiefern halfen Ihnen die Recherchen vor Ort? Konnten Sie da Leute treffen oder wie haben Sie vor Ort quasi Ihre Recherchen vorangetrieben? Ja, ich war leider nur kurz im März letzten Jahres in San Francisco, nur ein paar Tage. Deswegen hat da die Zeit nicht mehr gereicht, obwohl ich Kontakte habe. Die Tochter eines sehr guten Freundes arbeitet bei Facebook dort in einer führenden Position in der Marketingabteilung. Und die hat jede Woche einmal eine Besprechung mit Mr. Zuckerberg. So, da habe ich schon ein bisschen Informationen auch zumindest aus, sage ich mal, zweiter Hand. Durch verschiedene Kontakte, aber das hat mir jetzt da letztes Jahr weniger genützt. Aber was ich sehen konnte, nachdem ich San Francisco doch häufig besucht habe, dass es gerade in dieser einer der reichsten Städte der Welt diesen großen Kontrast gibt zwischen superarm und obdachlos und dem Superreich San Francisco und die Verdrängung der Bewohner der einfachen Mittelschicht aus San Francisco, weil die Preise für Wohnen nicht mehr bezahlen können. Das ist eine erschütternde Geschichte, die man dort, Gentrification, die man dort sehen kann. Und ich hatte dann auch so durch einzelne Gespräche, nicht ganz hochkompetente Leute, aber Leute, die auch natürlich dort vor Ort leben, den Eindruck, ja, die große Zeit des Silicon Valley ist jetzt vorbei. Es beginnt vielleicht kein Abstieg, aber es beginnt ein Auswandern. Tesla ist weggegangen, möchten nach Texas gehen und man kann das ja heute. Man ist ja, wir haben alle Homeoffice und man kann irgendwo sein. Man muss nicht mehr im Silicon Valley sein. Das war mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Ich habe, Sie haben das Gedicht von, oder dieses Poem von Richard Brautigan erwähnt, wo er quasi diese Utopie des frühen Silicon Valley angerissen hat, mit diesen Machines of Loving Grace watch over us and we can get back to nature. Sie haben es schon angerissen, dass sie aus dieser Utopie mehr oder minder jetzt im Verlaufe der Moderne eine mehr oder minder Dystopie geworden ist, eine Datenkrake, aber vielleicht trotzdem in manchen Hinblicken, inwieweit sehen Sie die heutigen Developer und die heutige Tech-Industrie noch von diesem Ursprungsspirit getrieben? Also als das letzte Mal, als ich in Seattle war und dieses wahnsinnige Headquarter von Amazon, diese Bubble, wenn man da reingeht, das ist alles mit Natur, alles mit Pflanzen, mehr oder minder, wenn man dort vor Ort ist von Technologie, kriegt man da fast nichts mit. Dieses ganze Amazon Headquarter ist ja so angelegt, dass man nur in einem Urwald steht und auch so dieses Natur Surrounding. Also kann man vielleicht doch noch sagen, dass dieser Ursprungsspirit, dieses Back to Nature und wir lassen die Technik für uns arbeiten, vielleicht noch ein bisschen da ist? Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es reden so viele mit. Wenn man die Zentrale von Facebook anguckt, die in Frank Gehry gebaut hat, ist das komplette Gebäude begrünt.
das sieht aus, ah, da unten unter dem Wald, das ist Facebook, oh wow. Und Apple hat diesen Circle sich bauen lassen. Natürlich sieht man das und natürlich fahren die alle Tesla und so weiter und so fort. Das ist da fast schon ein Running Gag. Natürlich sind diese Bestrebungen immer noch da und natürlich brauchen wir diese Technologien, um diese Vision auch zu verwirklichen, um den Global Warming auch zu stoppen. Dazu werden wir Technologie brauchen. Das werden wir nicht erreichen, dass wir uns einfach alle hinsetzen und die Heizung abschalten und das Licht ausmachen. Wir müssen intelligenter werden. Wir müssen darüber raus. Und insofern sind es wieder die zwei Seiten. Ja, da ist diese Option und ja, da ist der Gedanke noch. Aber da sind eben auch all diese anderen Seiten. Es ist heute eine ziemlich zwiespältige Sache geworden, mit großen wirtschaftlichen Interessen und mit ziemlich viel Macht ausgestattet und mit den entsprechenden Folgen, vor allen Dingen durch Social Media. Social Media entwickelt sich immer mehr zu einer Art Fluch, der viele von uns süchtig macht. Aber natürlich ist es auch die große Chance, uns ja zu vernetzen und dann eben solche Projekte zu beginnen. Die Fridays for Future-Bewegung wäre ohne Social Media wahrscheinlich gar nicht möglich. Also es sind diese zwei Seiten und die sind beide da. Und wir müssen das verstehen lernen. Wir müssen noch viel lernen, wie das eigentlich alles funktioniert. Das haben wir noch nicht alles begriffen. Ich habe vorhin den Vergleich nicht umsonst gemacht zur Hitler-Diktatur. Und damals waren die Menschen überfordert durch den Volksempfänger, ein neues Medium. Die Stimme des Führers spricht direkt zu ihnen aus ihrem Wohnzimmer, aus dem Radio. Das war neu. Damit konnten sie nicht umgehen. Und jetzt konnten sie die Stimme von Trump lesen auf Twitter. Und damit konnten sie nicht umgehen. Und da sind so viele Dinge drin, die wir verstehen müssen. Wir können sie nicht abschaffen. Wir müssen sie verstehen und dann anders damit umgehen. Das ist der Punkt. Und dann können wir auch diese ursprüngliche Vision wieder zu dieser Vision mehr oder weniger diese weiterentwickeln in eine Utopie und nicht in die Dystopie, in der wir zu stecken scheinen. Ich bin Optimist. Ich glaube an eine Utopie. Ich bin ein Hippie-Utopist. Um vielleicht genau zu dem Punkt zurückzukommen, es kommt eine Frage aus dem Publikum. Sie haben viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Gruppen dargestellt, zwischen den Hippies eben und den Tech-Nerds, wenn ich sie mal so nenne. Und die Frage ist, welche ideologischen Unterschiede gibt es oder gab es zwischen den Hippies und den Tüftlern im Silicon Valley? Oder ist die Grenze, wo liegt die Grenze der Gemeinsamkeiten? Da gibt es keine Grenze. Wenn es da eine Grenze gibt, dann ist sie äußerst fließend. Von den besagten Charakteren, ich nannte Paul Allen nicht, ich nannte Steve Jobs, da sind sie offensichtlich. Sie sind nicht bei allen so stringent vorhanden, aber es ist das Umfeld, was ja mitprägt. Und diese Leute haben alle gearbeitet in diesem Umfeld. Ich nenne noch einen anderen Ort in der Nähe, Big Sur. Ein Ort, an dem mit Bewusstsein geforscht wird. Neue Psychologien sind dort entstanden, die dann auch ja, mit LSD-Forschung auch zu tun hatten. Dem konnte man sich am Anfang ja gar nicht entziehen. Selbst mit Doug Engelbart hat ein Janis Joplin-Poster in seinem Office. Das heißt, das sind ganz straight Wissenschaftler. Aber es wirkte sich sogar aus auf Mathematiker und Physiker. Es gab diese Tao der Physik Bücher in den 80er Jahren, die auch ein Ausdruck genau dieser Bewegung sind. Die kamen auch alle von der West Coast, aus Big Sur und aus Stanford. Und die dachten, die Quantenphysik, das ist, da gibt es Verbindungen zum Taoismus, zum Buddhismus. Und das war natürlich ein Irrtum, ein bisschen kurz gedacht, aber man sieht, niemand konnte sich dem entziehen. Das ist heute mit den ganzen Geschäftsleuten und mit dem ganzen Business, was dort entstanden ist, natürlich anders. Die verfolgen ihr Business und die würde ich jetzt nicht als von den Hippies beeinflusst betrachten. Das ist vielleicht auch das Problem, dass die Vision nicht mehr einfach so improvisiert werden kann, weil da sind die Geschäftsinteressen. Da sind viele Arbeitsplätze hängen dran. Das Übliche, wie gesagt, eine Titanic fährt eben einfach geradeaus. Und da sind wir, an dem Punkt sind wir. Eine deutsche Autoindustrie fährt einfach geradeaus. Ein Mercedes-Benz fährt geradeaus. Bis die mal dann die Wände packen und Elektroautos entwickelt, haben wir gesehen, wie lange das dauert.
Und das ist da genauso. Da ist inzwischen ein riesiger Tanker entstanden. Und neue Innovation kommt eher von den kleinen, neuen Startups, wo auch immer in der Welt. Vielleicht nicht mehr im Silicon Valley. Aber der Debbie-Gedanke, das war wirklich die erste, die Gründergeneration. Einen vielleicht letzten Anstoß, ohne es jetzt nochmal zu weit in ein anderes Thema zu treiben, aber ich fand zum Beispiel die Connection, auf die Sie auch eingegangen sind, mit The Grateful Dead sehr interessant. Und Sie haben John Perry Barlow angesprochen, den Texter von The Grateful Dead. Und er hat, wie auch von Ihnen erwähnt, diese Declaration of Independence of Cyberspace verfasst und eben in Davos 1996 vorgetragen. Was ja schon an sich, wenn man das Weltwirtschaftsforum kennt, unglaublich ein bedeutender Schritt ist. Und ich finde es interessant, dieses Manifesto, also wenn man es so nennen darf, immer auch noch heute zu lesen, wie viel Aktualität da noch immerhin drin steht. Also er sagt auch dort, in dem, das schließt sich, glaube ich, an den Paragraph, den Sie zitiert haben, an, dass das Internet bewege sich außerhalb der Grenzen jeglicher Staaten und Regierungen besäßen nicht die Zustimmung der Regierten, Gesetze auf das Internet anzuwenden. Und wie, meine Frage an Sie, wie bewerten Sie diese Pop oder popkulturelle Relevanz dieser Declaration und wie wurde sie damals aufgenommen und vielleicht, wie wird sie heute noch aufgenommen? Hat die noch eine Relevanz? Weil vieles, was da drin steht von 1996, kann man heute schon noch anwenden eigentlich. Ja und nein. Auch hier gibt es wieder die zwei Seiten. Was mich in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen schockiert hat, ist, dass ähnliche Slogans, ähnliche Manifeste, ähnliche, ich sag mal, Sprüche heutzutage auch von ganz anderen benutzt werden, subversiv, die auch Social Media nutzen, ich sag mal, die Querdenker-Fraktion. Da gibt es so viele Parallelen in den Formulierungen, dass mir schwindelig wird. In den Strategien mit den Alt-68ern, dass ich vom Staunen nicht mehr rauskomme. Auch hier muss man einsehen, ja, man kann diese tollen Sachen sagen, damit aber etwas komplett anderes meinen. Das ist heute erschreckend. Also dieses Manifest von John Perry Barlow, der übrigens auch am Ende seines Lebens noch eine Autobiografie geschafft hat, die auch lesenswert ist. Dieses Feeling der Grateful Dead, die auch auf der anderen Seite sehr geschäftstüchtig waren. All diese Hippie-Gedanken, ja, die kann man pervertieren. Und das passiert heute durch solche Gruppierungen, wo, was mich erschreckt, wenn ich dann Fernsehbilder sehe von solchen Querdenker-Demonstrationen wie neulich in Stuttgart wieder mit 15.000 Leuten, das ist ja schon eine Menge. Und da sehe ich meine Generation, da sehe ich langhaarige ältere Herren laufen und denke, ups, was ist denn da passiert? Das erschreckt mich wirklich. Und ich denke, was läuft, was passiert hier? Und da werden natürlich ähnliche ja, wie soll ich sagen, Slogans der Babyboomer wieder geäußert, aber jetzt in einem komplett anderen Kontext, in einem egoistischen Kontext, ja, sollen doch die Älteren sterben, Hauptsache wir verlieren nicht unsere Freiheit. Das ist natürlich ein enorm egoistischer Ansatz, auf eine solche Demonstration zu gehen und dieses Virus weiter zu verbreiten. Also hier zeigen sich plötzlich Schattenseiten dieser Social Media und auch dieser alten Strategien, die heute von ganz anderen Seiten, ja auch die AfD, Provokation, bekomme ich Medienattention, das haben schon die Kommune 1 in Berlin gemacht, 68, ja, Provokation, dann kommt die Bild-Zeitung auf den Plan und berichtet über uns und so kriegen wir jede Aufmerksamkeit der Welt und so treten wir in den Parlamenten auf, provozieren. Ja, das sind die alten Strategien, aber heute benutzt und dann noch das Wort Freiheit im Mund zu führen, das regt mich schon richtig auf, weil wir genau wissen, würden die an die Macht kommen, würde das genaue Gegenteil passieren von Freiheit. Aber sie führen das Wort Freiheit. Sie kämpfen für die Freiheit in der Corona-Epidemie, bla bla und so weiter und so fort. Also hier sieht man, man muss genau hingucken, wer was sagt. Denn Worte sind leider Gottes sehr, sehr auslegbar. Inzwischen zeigt sich das wieder mal sehr krass. Ich danke Ihnen, Herr Görtler. Mann, Mann, Mann. Also das Thema ist wirklich, das ist unglaublich weit. Also ich meine, man könnte ja über jeden Abschnitt Ihres Talks, zum Glück ist er noch weiterhin online für all diejenigen, die es jetzt noch ihren Freunden und Freundinnen empfehlen wollen. Ja. Der Talk ist weiterhin online auf YouTube zu finden und da kann man
glaube ich, nochmal vieles nachlesen, vertiefen und auch danke für Ihre Buchempfehlungen und Hinweise. Ich fand es mega spannend. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie bei uns waren und danke auch an Sie da draußen, an den Geräten, dass Sie zugeschaut haben. Wie gesagt, der Talk bleibt online. Empfehlen Sie ihn weiter. Not more to say, Herr Görtler. Vielen lieben Dank und bis bald. Ja, ich danke. Die letzten Worte an Sie. Sie dürfen. Ja, vielen, vielen Dank für die Gewähren dieser Plattform. Machen Sie es gut, ja. Tschüss. Danke, Abend. Ebenso. Schönen vielen Abend. Lieben Dank. Ja, tschüss.